Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir sind hier in diesem Gewächshaus von Machinarium, von der Stadt Machinarium. Wir haben diesen Photonenstrahl hier aktiviert über unsere tolle Steuerung. Ich habe ihn jetzt hier schon hingeschoben. Ja, an diesem Baum ist nichts passiert. Jetzt probieren wir mal diesen Baum. Okay, und da wächst etwas. Schauen wir uns gleich mal an, was da gewachsen ist. Jetzt probieren wir nochmal hier. Das Grünzeug, das muss doch da rein. Okay, ich habe wohl einfach in der letzten Aufnahme einfach geschielt. Ja. Eben, ich wusste noch, dass es da rein muss. Ja, dann schieben wir das nochmal da zu unserem tollen neuen Ast hin. Und dann aktivieren wir mal den Laserstrahl. Über diesen Gewächsstrahl. Ah ja, das ist auch schön. Sonnenblumenöl. Nochmal. Wir müssen auch noch Sonnenblumenöl für unseren lieben Opi sammeln. Ah, wir schauen jetzt noch, was am letzten Baum noch passiert. Und dann versuchen wir mal zu schauen, was hier passiert ist an dem Baum. Und dann schauen wir auch mal, was die Sonnenblume so kann. An dem Baum wachsen meine Blätter so wie an dem da. Okay. Nochmal. Okay. Der Schmetterling, der fliegt immer noch rum. Also ich kann einfach nicht erkennen, was der da hat. Also schauen wir erstmal hier. So, der ist ganz schön groß. Ja, da. Okay. Da kann man auf jeden Fall mal reinklicken. Ey! Nochmal. Ey! Okay. Wir haben noch hier so einen Ast. Den Ast hatte ich eigentlich gedacht, dass wir den für die Stütze hier brauchen, aber den können wir auch hier gebrauchen. Ja, wunderbar. Und schon haben wir die Lupe, die wir bestimmt hier dran machen müssen. So. Vielleicht müssen wir da von oben hin. Nee, okay. Gibt's hier noch was? Hier ist nichts passiert. An dem Baum ist auch nichts passiert. Der Schmetterling. Ich weiß jetzt, was der Schmetterling für eine Lösung hat. Ich habe es jetzt gesehen. Und zwar die vier oberen und dann die zwei in der Mitte drunter. Ich hoffe mal, ich habe keine Ahnung. Wir testen es einfach mal. Ja, und dann einfach mal die drei. Das auf beiden Seiten so. Nein. Es waren drei oben und dann zwei drunter, oder? Halt einfach mal nur so. Ich hoffe mal nicht, dass wir das alles ausprobieren müssen. Nein. Okay, jetzt schauen wir mal hier, was das Öl so kann. Weil die Sonnenblume so kann. Okay, wir haben Sonnenblumensamen geerntet. Daraus macht man Öl. Wir binden es einfach mal. Klappt nicht. Okay, es klappt nicht. Gut, dann probieren wir mal den. Nein, jetzt machen wir erstmal hier noch die Lupe hier dran. Und dann probieren wir den Dia-Projektor mal anzumachen. Wir haben ja da schon die Schublade 1 reingeschoben. Und dann schauen wir mal, vielleicht sehen wir, bestimmt sehen wir dann hier was auf der Wand. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwie eine Lösung gibt für den Sonnenblumen. Öl, für das Sonnenblumenöl, nicht für den Sonnenblumenöl. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich hab die erst gelernt in der Schule. Ja, okay. Hier hätte ich auch mal in der Schule was lernen können. Also, so wird das nichts. Ich sehe schon. Nein, okay. Was ist, wenn wir vielleicht hier starten? Ja, nee, das wird ja noch weniger. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Oh je. Wenn wir so rumgehen, das könnte was werden. Ja. So. Numero uno. So. Entweder müssen wir hier im Eck enden oder hier im Eck starten. Das ist ja wohl vollkommen klar. Sonst kommen wir da nicht rein. Wir probieren mal hier zu starten. Nee, das geht ja gar nicht. Nee. Nee, nee, dann müssen wir da enden. Okay. So? Nee. Okay. Okay, ihr merkt schon, das ist nicht so einfach. Oder? Nee. Ich bin ja auch einfach ungeschickt. Man könnte doch einfach mit Köpfchen rangehen, aber das ist mir zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee, dann verspreche ich auch einen Weg. Ja, nee, ja. Habt ihr heute noch was vor?
Nee? Okay, ich auch nicht. Wenn ich jetzt hier so zack, 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 zack. Nee, hier so. Was ist, wenn ich. Ich kann ja auch in der Mitte starten. Hier starte. Nee. 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 Was ist, wenn ich. Hier starte. So. Nee, dann bin ich nachher an dem Eck. Ah, nee, das ist ja auch. Ah, nee, das ist ja doof. Oh je. Ja. Wie ist das Wetter bei euch so? Also, es scheint die Sonne, aber es ist arschkalt bei mir gerade. Wie ist es bei euch so? Nur mal, um hier eine Konversation aufrechtzuerhalten. Eieiei. Eieiei, es ist echt. Eieiei. Was macht ihr so? Studiert ihr? Seid ihr Schüler? Seid ihr Omas? Seid ihr Opas? Seid ihr Hobbystudenten? Seid ihr Profisportler? Seid ihr Profi-Gamer? Seid ihr berufstätig in der Spielebranche? Seid ihr VIPs? Seid ihr einfach nur Söhne oder Töchter oder andersrum Töchter oder Söhne stinkreicher Eltern? Oder seid ihr einfach nur It-Girls oder It-Boys? Gibt's It-Boys? Ne, It meine ich. It-Girls und It-Boys. Ich kenne mich in den VIPs nicht so aus. Gibt's auch It-Boys? Wahrscheinlich ist Justin Bieber oder so ein It-Boy. Oh je, das kann jetzt nicht sein, dass jetzt hier nur rumgeschwätzt wird und ich klicke einfach rum, so dumm, das kann so nichts werden, also das war doof. Hier gibt's It-Boys. Oder ist so, kann das sein, dass irgendwie so, wie heißen die denn schon wieder? Hier, der Jimmy Blue Ochsenknecht, der ist auch ein It-Boy. Sag ich jetzt einfach mal. So, wir machen es jetzt so rum. Hey, das sieht. Okay, das war jetzt purer Zufall. Okay, es sieht saugut aus. Ja, das war jetzt echt purer Zufall. Oh je, nochmal eins. Ja, wir starten einfach mal so in der Mitte. Das war gerade witzig. Okay, das kann so nichts werden. Also, wir starten mal hier im Eck. Okay, das kann wahrscheinlich. Nee, es wird so auch nichts. Ich starte mal hier so. Nee, es wird so auch nichts. So machen, dann wird das auch nichts. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Nee, okay. Ja. Schade. Wird so auch nichts. Ja, wir starten mal hier. So. Das könnte sogar sein, eventuell. Vielleicht. Nein. Okay, dann fehlt uns noch dieses hier. Wie kriegen wir das noch hin? Oder wir starten hier. Ja, dann fehlen uns die beiden. Okay, was tun wir? Das Ganze so rum machen. Schon gar nicht mal so schlecht hier, dieser Ansatz. Dann fehlt uns aber, wie gesagt, hier dieses. Ah, da oben haben wir aber drei. Jetzt, warte, wenn ich hier, dann mache ich jetzt mal andersrum so rum. Ja, nee, das geht auch ja nicht. Ich habe es nicht so rum, dann mache ich. Dann probieren wir den mal so rum. Das wird ja so nix. Das wird so nix. Also der Ansatz war schon mit der beste. Ja, diese Folge besteht nur aus hier Kreisen drehen. Hoffen, dass es alles irgendwie zusammenpasst. So wird es auch nix. Ja, was kann man da noch machen? Ich wüsste sonst nicht, was ich in diesem Raum noch machen könnte. Ich muss einfach diesen Dia-Projektor aktivieren. Oder die Tür öffnen. Aber auf dem Schmetterling erkenne ich einfach nichts. Und ich weiß, dass man es auch noch anders rausbekommt, außer diesen Schmetterling anzuschauen.
Ich kann es auch einfach rumprobieren, ja, aber das wollen wir auch nicht. Nee. So, jetzt. Ich habe zwar früher mal Schach gespielt im Schachverein, aber das Wissen, das bringt mich ja jetzt wahnsinnig viel weiter, weil ich einfach nicht vorausdenke, weil es einfach nicht klappt. Ich kann doch mal. Wieso probiere ich eigentlich mal die Richtung? Die Richtung kann ich auch mal hier probieren. Okay, dann probieren wir es mal so. So, so, so. Nein. Okay, und ja, so, 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 jetzt haben wir es, oder? Nein. Mhm, nein. Schade. Ja, wie gesagt, Schach bringt einem hier jetzt nicht mehr wirklich weiter. Zwar muss man dazu sagen, Schach fördert einen schon im logischen Denken, aber ich habe es halt auch einfach vor ein paar Jahren aufgehört zu spielen. Also ich habe wirklich aktiv im Verein gespielt, falls es dich interessiert. Und ja, ich war auch relativ gut. Ich war nämlich mal Regionalmeister in meiner Jugend. Das war echt nicht schlecht. Also ich habe auch bei den Herren dann als Jugendlicher mitgespielt und habe dann da die Herren abgezockt. Teilweise. Und teilweise auch verloren, klar, ist ja so. Aber ich war echt nicht schlecht. Aber dann habe ich zwecks Fußballschach aufgegeben. Das war einer der größten Fehler überhaupt. Und jetzt spiele ich auch nicht mehr Fußball. Also von dem her alles vorbei. Ja, jetzt erfahrt ihr einiges aus meinem Leben hier in diesem Level. Ich habe einfach keinen Plan. Ich probiere einfach weiter. Ja, ich probiere so rum vielleicht. So rum, nein, wird auch nichts. Oh je, also, wenn ich euch wäre, würde ich diese Folge einfach überspringen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Oder ich mache das gleich mal offscreen. Ach, das ist doch einfach. Ach, das ist doch nicht zum Anschauen, oder? Ja, was kann ich noch zu Schach sagen? Schach ist witzig. Schach ist, ja, ist eigentlich voll bekannt. Also es machen ziemlich viele. Es ist ein ziemlicher Breitensport. Zwar nur Ältere, fast nur Ältere. Aber gut, unsere Jugendmannschaft war damals eigentlich ganz gut besucht. Und von dem her. Und es gibt mittlerweile auch richtig gut Preisgeld. Also auch in den Amateurligen. Von dem her würde es sich auch rentieren. Aber Schach ist mittlerweile nur. Ich weiß nicht, ob ihr euch in Schach auskennt, aber Schach ist mittlerweile einfach nur auswendig gelernt. Man muss einfach die Partien von Großmeistern oder von anderen bekannten, guten Spielern kennen und dann weiß man irgendwie sofort, ah, okay, das hat der und da gemacht, dann ist es wohl gut, dann mache ich das auch so. Also es hat schon noch was zu tun mit logischem Denken, aber es hat nicht mehr so viel zu tun mit logischem Denken. Und so wird es einfach nichts. Kann ich nicht einfach hier das einfach so ausmalen, so, und jetzt fange ich hier wieder an? Schade, nein. Ja, und von dem her hat Schach für mich auch irgendwie seinen Reiz verloren, weil man einfach nur so viel wissen muss und deswegen, also, ja. Man muss einfach nur viel auswendig lernen und dann kann man gut Schach spielen. Also, das geht mir ja schon ein bisschen auf die Nerven hier, dieses Level. Ja, wahrscheinlich ist es total einfach und ihr lacht mich gerade total aus, aber ich habe einfach keine Ahnung. Ich bin schon froh, dass ich hier das da geschafft habe. Oh, zum Glück, ich hab gedacht, ich muss es nochmal machen. Oh, Schock. Schock. Oh je, oder halt ein Schrock. Ja, ich musste nochmal lachen, als ich mir das. Ich weiß nicht, war es im ersten oder im zweiten Let's Play Machinarium? Ich habe mir das nochmal angeschaut. Mit meiner Freundin. Und ja, tut mir leid. Also Heiratsanträge, sorry, ich kann sie doch nicht annehmen. Ich habe eine Freundin, schade. Tut mir echt leid. Aber. Wie könnt ihr es mir trotzdem schicken? Also ich schaue mir auch so Bilder an. Gucken kostet ja nichts. Ich spüre jetzt schon den Schmerz auf meiner Schulter von meiner Freundin. Ja, nein, sie schlägt mich nicht, keine Angst. Auf jeden Fall, da musste ich sehr lachen, als ich das Schrock nochmal gehört habe. Das Schrock mit R. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, wieso heißt es eigentlich nicht Schrock? Weil man sagt so auch, man hat sich erschrocken. Und wann tut man sich erschrecken? Wenn man einen Schock hat. Also, wenn man sich erschrickt, dann hat man einen Schock. So rum. Oh, jetzt. Ich könnte auch wenigstens drücken während dem Reden, aber das habe ich noch nicht so ganz raus. Das lerne ich auch noch. Deswegen bin ich der Meinung, dass Schrock eigentlich das richtige Wort ist. Und nicht Schock. Jetzt habe ich es raus. Ich habe es raus. Ich habe es raus, Leute. Das wäre es jetzt. Ja. 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 Okay. Ich habe gerade den Geistesblitz gehabt. Gut, damit beenden wir die Aufnahme. Ich mache das hier noch kurz zu Ende. Und
dann sehen wir uns das nächste Mal und ihr könnt gerne über das Wort Schrock nachdenken. Und ich finde eigentlich, Schrock müsste im Duden stehen. Ich schaue das nach. Ich prüfe das. Und bis bald. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Ich hab's geschafft. Ja. Ich freue mich. Tschüss. Total langweilige